mit Content, schreibt der Camper Tobi. Ich habe gerade ein Winkerchen gemacht. Du machst immer so tolle Videos. Roadbirds. Quatsch. Also die Roadbirds abonnieren, teilen, machen Videos, gucken von uns. Tolle Geschichte. Schön, dass du da bist. Das war ein schöner Überblick. Vielen Dank erstmal. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, kommt Soundsystem für den Motor bis. Hätte ich jetzt Bock, in den See zu springen? Leute, ich kann es euch gar nicht sagen. Hier gibt es einfach so viel schon wieder zu gucken. Wenn ihr was seht, Optima Schlafsysteme, Tuning Bass. Natürlich ist Subs dabei, weil wo kann man besser suppen als hier? Suppen in der Suppen. Campo Libre. Da haben wir den Grove, nicht Groove, das ist mit zwei O, das ist der Grove, der Horst. Hallo, mein Lieber. Ein Hundeshop, alles für den Hund. Perfekt. Hi, das ist aber lieb. Noch nutzt man die Ruhe. Ich fahre jetzt auch hier nochmal vorbei. TS Buscamp, wieder da. Wink doch mal hier. Schön heiß, oder? Ja, mei. Gut, dass ich kein Kunde war. Das ist wieder mein Heimatbagger. Da oben steht er. Rowan. Ich fahre jetzt mit euch mal einfach in den Teil nach hinten zu diesem, ich weiß immer nicht, wo ist jetzt das XL? Northbox haben wir hier, Road Server haben wir natürlich immer hier mit dem legendären Counter von VW, die Schnauze abgeschnitten, Vanside. Das ist übrigens eine echte Schnauze. Ich habe geguckt, Cargo Dream. One Tool steht da hinten, genau, von der Abenteuer Allrad. Ja, da war ich heuer das erste Mal nicht. Christopher Vanlife mit Crazy Kissen. Also nicht nur crazy, aber auch. Haben wir lassen, oder? Ich finde ja den Hüpfburg daneben stylisch. Das hat wirklich mal was. Da hinten ist ein erster Hilfe-Trainingstruck. Ja, die eigentlich Messetage werden ja erst morgen und der Sonntag sein. Man nutzt immer schon, es ist ja eigentlich keine Messe, es ist ja ein Treffen. Natürlich finanziert man es, indem man hier auch eine Messe macht, eine Ausstellung macht, weil es ist ja wichtig, wenn die Gleichgesinnten da sind. Und ich schätze jetzt, es sind ohne Ausstellungsfahrzeuge, keine Ahnung, muss man mal fragen, 1000 Camper da, 1000 Reisemobile. Ich weiß es echt nicht, muss mal gucken. Camper Manufaktur Berlin. Da hatte ich eine Einladung auf die Premiere von einem neuen Fahrzeug und konnte aber nicht hinfahren. Habe ihnen aber gesagt, dass ich das dann in Düsseldorf nachhole. Ich darf aber ihren Stand fahren. Gut. Guck mal. Haben wir denn da? Ein wunderschöner Bulli. Sieht richtig original aus. Schön. Camper Manufaktur Berlin. Die stehen da oben. Und ich suche mir mal einen rollertauglichen Weg, während ihr hier schon mal den mega Ausblick auf diesen Sandstrand genießen könnt. Wenn ihr kommen wollt aufgrund des Videos, es lohnt sich, das Wetter soll halten, Sonntagabend vielleicht ein Gewitter, aber die werden wir dann heiß ersehnen, dann nehmt die Badehose mit. Ihr könnt ja natürlich gleichzeitig einen Badeausflug machen hier und suppen und paddeln und schieß mich so machen. Wichtig ist, ich glaube, die Stellplätze sind restlos ausverkauft, da werdet ihr keinen Platz kriegen, aber Tagesgäste sind natürlich jederzeit willkommen. Diese Toilette ist ein Auslaufmodell. Nee, das ist Wasser von der Reinigung. Bitteschön, die vorher da waren. Fußgänger haben, Hunde haben immer Vorrang. So, guckt euch mal den Blick an. Es ist mega. Wahnsinn. Ja, ein bisschen Emotion darf schon erlaubt sein. Laserlights, auch Abenteuer Allrad. Da sieht man auch, das Treffen ist. Laufen alle halbnackig rum. Aber es sind ja da natürlich tolle Jungs, da können sich ja sehen lassen. Da haben wir ein Riesencamp. Es gibt ein Medusa-Camp. Aber da werde ich mir nochmal schlau machen und euch den Floorplan hier zeigen. Das Layout. Aber ich wollte mal kurz hier
langfahren bei der Campermanufaktur Berlin stehen bleiben. Und mal gucken, ob ich da jetzt in eigener Regie was entdecken kann, was neu aussieht, dass ich nicht hier in irgendeiner Form eindringe und die sich jetzt nicht genervt fühlen oder ich irgendwelche Leute nerve. Aber es ist natürlich ein nice place hier. Hi! Und ich glaube fast, dass es der war. Ja. Also wie gesagt, der Sprinter hält natürlich Einzug bei allen Herstellern und Manufakturen und Volumen und so weiter. Jeder hat so ein Sprinter-Allrad im Programm. Das ist der 6 Meter Delta drauf. Vielleicht mache ich hier nochmal ein Special mit den Leben, Herrschaft und Frauschaften. Aber sehr schön ausgebaut. Ganz feiner Wagen. Richtig cool. Sind natürlich jetzt alle beschäftigt. Wir stören nicht länger. Wenn es passt, nehme ich rein. Wenn es nicht passt, komme ich dann nochmal vorbei. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Campermanufaktur Berlin, dann werde ich das natürlich organisieren. Weil in diesem Ambiente hat man nicht jederzeit eine Messe. Aber sind das geile Bilder. Schön mit dem Blau. Gefällt mir gut. Ja, diese Hecksitzgruppenlösungen mit dem Umbaubett ist natürlich super begehrt. Hier nutzt man dann einen Doppelboden als Stauraum, den man extra hochgesetzt hat, was auch eine schöne Position ausmacht. Und dann direkt rückwärts an den See fahren und reinhüpfen. Wirklich herrlich. Und was Wahnsinn ist, da brauchst du kein Duftbäumchen. Der riecht gut. Und ich finde es halt einfach mega, wenn ein Fahrzeug so den Duft verströmt. Ich beschreibe das gerade. Du hast mich schon gesehen, ja? Hi. Ich weiß. Ich habe dich auch erkannt, wollte nicht stören. Ich bin auf meinem Messerundgang, den musste ich zeigen. Danke für die Einladung. Ich hatte ja eine, aber ich habe es nicht geschafft. Und ich habe gedacht, wo kann man sich besser treffen als hier? Ich hänge das Video, das wir mal gemacht haben, oben rein. Das ist die Neuheit jetzt, oder? Quasi die Neuheit. Genau. Warte mal, wir teilen uns ein Mikro. Du bist ja ein Profi, das ist geil. Mit manchen Leuten kannst du einfach sowas machen. Ja. Ich bin auch authentisch. Authentisch. Ja. Geht das so? Ja, super. Super. Du musst das nur mir wiedergeben. Wir müssen mach ein bisschen tauschen, ja, sonst vergesse ich das. Also, erzähl uns was drüber. Ja, das ist tatsächlich unsere Neuheit, weil die ist auch erst 3 oder 4 Tage alt. Da gibt es sowohl optisch als auch vom Layout ein paar Neuigkeiten, als auch von der Technik. Also eigentlich ganz spannend. Und zwar kann ich mal damit anfangen, wer uns schon kennt oder auch nicht kennt, wir haben angefangen mit Konzepten für 2 bis 3 Personen. Das Konzept bei uns heißt Kompakter Arounder und das Besondere war, dass man das auf 5,41 Meter Ducato-Basis hinbekommen konnte. Und das Konzept jetzt hier ist für 4 Personen und hat ein Aufstelldach und hat aber trotzdem die Sitzgruppe drin, ja. Und hat aber zusätzlich noch eine Dinette vorne. Und was das heißt, kann ich ja nochmal gleich zeigen. Ja, klar. Was ist noch besonders? Wir haben ein Aufstelldach von SkyUp drin. Das ist, glaube ich, gerade seit einem Monat auf dem Markt und ist, finde ich, ein gutes Setup, weil es sehr leicht ist, so um die 100 Kilo. Es hat vorne ein Heki-Fenster drin, das seht ihr gerade so ein bisschen aufgestellt. Und bringt im zugeklappten Zustand, sitzt das vorne in dem Aufstieg drin. Das heißt, ich habe trotzdem Licht im Innenraum, super. Das ist geil, ja. Und ich kann 3 Zelte oben rein und raus sippen. Winter, Sommer und das Normale. Jetzt seht ihr gerade das Normale, was man auch bei anderen Herstellern sieht. Das ist ja auch schön warm. Halt. Es reicht. Genau, so viel dazu. Ich glaube, was ist noch besonders? Das Besondere ist, genau, wir arbeiten hier, wir haben ein Smart-System verbaut. Wir haben also, ich habe das erste Video. Ah, okay. Genau, wir arbeiten mit den Jungs von Revotion zusammen und wir haben hier drin auf iOS-Basis, können wir auch gleich mal anschauen, eine Smart-Steuerung, was mega gut ist. Ich kann also Markisenlicht und andere Dinge kann ich smart auslesen und steuern. Und wir haben das ganze System hier auf Induktion ausgelegt. Und das heißt, wir haben hier ein riesen Stromsetup drin. Auf 48 Volt Basis haben wir hier 5 kW Batterie drin. Und wir können permanent 3,6 kW autark Strom ziehen. Da geht was.
da geht was. Und wir haben zusätzlich noch Anschlüsse hin für mobile Solarpaneele und 230 Volt im Heckbereich. Also das ist ziemlich die eierlegende Wollmilchsau. Und zu guter Letzt können wir mit Außenstrom in 2 Stunden die ganze System vollladen. Also kannst du auch eine Mittagspause irgendwo machen. Ja. Und weil das Ding lädt mit bis zu 2 kW Spitzenlast, lädt das ganze System. Und das kriegt man mit normalen Außenstrom nicht hin. Ja. Das geht hier, weil wir auf 48 Volt arbeiten. Also rundum, wir haben hier eine Menge Kleinigkeiten und Großigkeiten drin, aber immer noch unsere Star-Dusche. Wer sie nicht kennt, können wir sie auch nochmal zeigen, wenn ihr das wisst. Ja, komm, ja, das Thema ist durch. Ich zeig mal. Ich mache nach dem Video einen Cut und mache mit der nächsten Trip weiter. Ja, super. Ja, mega. War echt nicht störend. Ich habe mir gedacht, Freitag ist besser, morgen kommt sicher ja der Teufel. Ja. Also, nicht böse gemeint. Also, ja, ich verstehe, was du meinst. Was jetzt hier, ich habe es eben schon angekündigt, wir haben ja ein modulares Konzept. Das heißt also, wir machen verschiedene Layouts mit verschiedenen Möbeln. Was eigentlich immer die zentrale Einheit ist, ist dieses wunderschöne Gerät hier. Und das zeige ich gleich mal. Das ist nämlich unsere WC-Dusch-Kombination und die hat ja hier diesen schön üppigen Hängeschrank. Die hat daneben dann diesen Kleiderschrank, den wir auch hier gerade tatsächlich nutzen. Und wenn ich das dann wieder zuklappe und hier aufmache, dann dreht sich ja hier der Schrank raus. Und hier haben wir die Dusche. Ja. Und da unten, du siehst es auch schon, glaube ich, mache ich gleich mal auf, ist die Trockentrenntoilette. Die nächste Evolutionsstufe bei uns, die in Planung ist, dass wir auch zusätzlich die Klesana anbieten. Ja, brav. Ich bin ja einer der ersten Klesana-Filmer gewesen. Und genau, jetzt siehst du das nochmal mit Toilette. Kunden auch damit versorgen können. Ich finde, das ist auch ein super System. Alternative. Ja. Also ich glaube, beides hat seine Berechtigung, aber man muss sich dann... Am Ende ist Geschmackssache, also wenn man das beim Klo wirklich so ausdrücken möchte. So könnte man es ausdrücken. Schaut mal, was das andere richtig ist. Ich zeige nochmal ganz kurz, dass ich mit 1,85 hier gut stehen kann. Das Besondere ist ja hier, wir haben normalerweise eine Dachhaube drin, können wir nicht wegen des Aufstelldaches. Ja. Wir haben aber trotzdem eine aktive Belüftung hier drin. Das heißt, ich kann trotzdem die Düfte nach außen bewegen. Ja. Was ich wirklich feiere bei dem Konzept ist, dass ich auf 5,94 Meter, das ist ein Allradsprinter, L2H2, dass ich einfach so viele Möglichkeiten habe, mich hier aufzuhalten. Ich kann also hier zum Beispiel, wenn ich möchte, mit dem Laptop arbeiten, was auch immer, die Kinder können da hinten in der Sitzgruppe rumspringen, die zeige ich auch gleich nochmal. Und ich kann mich auch bei schlechtem Wetter mal richtig wegbewegen. Und das ist auf der kompakten Größe, finde ich, enorm. Also dieses Raumgefühl ist... Bevor ich es vergesse, ich rufe ein bisschen rein wegen Mikro. Seid ihr am Caravan-Salon? Leider nicht dieses Jahr. Nee. Wir haben uns dieses Jahr weniger Messen vorgenommen, weil wir genau so viele Hausaufgaben schon mal haben, die wir jetzt erledigen. Und nächstes Jahr aber wieder auf jeden Fall. Nur, dass jetzt die Leute, ich bin ja schon im Vorlauf, aber Leute, wenn ihr durch direkt den Port nach Berlin, tolle Geschichte dort. Absolut. Wir machen vielleicht nochmal eine Hausmesse dieses Jahr und dann nächstes Jahr starten wir wieder ein bisschen durch mit Messen. Alles klar. Genau. Also dieses wunderschöne System hier vorne. Wenn jetzt einige sagen, den muss man live angucken, das ist ja Sinn und Zweck darüber. Ja, noch sind wir bis Sonntag hier, aber bis dahin wird das Video nicht draußen sein. Doch, das kann morgen. Ah, okay, schön. Ich zeige mal noch mal ganz kurz, jetzt habe ich da vorne geschwärmt, jetzt sage ich mal, was hier hinten abgeht. Also hier hinten, wie man sieht, kann ich bis zu 4 Personen sitzen und ich kann auch quer schlafen. Also das muss ich in dem Konzept, weil 5,94 Meter muss ich irgendwo einen Kompromiss machen. Oben schlafe ich längs auf 1,30 Breite, hier habe ich eine ähnliche Breite mit 1,95 ungefähr. Genau, für dich, du bist ja ein sehr großer, da muss man wieder überlegen, ob das ausreicht. Du brauchst die definitiv. Ja. Und ja, mega gut und wie gesagt, einige kennen uns ja schon von den tollen Videos, auch von dir. Ich mag das auch mega. Wenn du rausschaust und da frühstückst, ich gehe mal extra weiter weg, dass ja. Man nicht nur mal sieht, und ich sehe das nicht. Genau, und ich finde das eben so genial, weil du kannst eben auch sagen, gut, ich brauche ja nicht immer hier mit 4 Leuten sitzen. Jetzt hätte ich mich mal kurz anders bewegen sollen, warte mal. Zack. So, und dann ziehe ich das hier raus. Ja. Jetzt habe ich hier die Kissen. Welche sind es? Die hier? Nee? Doch. Dann baue ich mir das zum Beispiel jetzt hier als U, als Rundsitzgruppe. Und das finde ich dann immer genial. Dass jetzt können hier zum Beispiel Leute vorne sitzen. Wir haben den Tisch hier noch nicht eingekürzt. Ich glaube, wir werden ihn noch ein bisschen kürzer machen, weil für 4 ist er super. Das ist immer Kundenwunsch, ne? Wie groß mache ich den Tisch? Ja, das seid ihr flexibel. Ich sage das mit Manufaktur, dass ihr da noch ein bisschen optimieren könnt, was den Kunden angeht.
Und das kann ich jetzt hier in verschiedene Positionen bringen. Wenn ich hier sitze, ist es jetzt gut. Quer wäre es ein bisschen groß. So, aber wenn ich jetzt mal den Tisch, wenn wir den ein bisschen kürzen, und ich kann jetzt hier wieder mein bequem machen, habe hier meine Leselampe. Ja, ist geil. Und jetzt kannst du dir vorstellen, da vorne sitzt wer auch immer, der Partner oder die Familie hält sich vorne auf. Ich kann trotzdem hier ein Nickerchen machen oder ein Buch lesen, hin rausgucken. Nee. Okay, ich habe schon gesagt, bevor du ins Bild gekommen bist, auch mit dem Blau abgesetzt, du machst natürlich auch Kundenwunsch, wenn er haben möchte. Ja, das sind genau, die Farben kann man sich wählen, das Holz auch. Das Besondere hier ist gerade, wir haben hier eine Zirbelkiefer diesmal, was natürlich auch duftmäßig ein bisschen was hermacht. Ich ganz betört. Ich verstehe ja nicht, dass man sowas nicht aus Dio rausbringt. Da würden alle Frauen auch raus. Absolut, ja. Ich hatte das mal probiert, Zirbelkiefer, glaube ich, als Duft zu versprühen. Hat immer nicht so lange gehalten, das verfliegt immer so schnell. Ja, leider, das ist ja das. Und ja. Duftbäume gibt es nur in eklig und noch ekliger. Ja. Ja, also es ist tatsächlich, und wir haben auch hier neue Stoffe, wir haben nicht mehr den klassischen Filz. Das heißt, wir sind ein bisschen hochwertiger geworden. Man muss nicht so hell wählen, aber ich finde es hier sehr passend. Ja, das bespannen wir tatsächlich selber, ist ein bisschen aufwendiger als Filz, aber es ist gut. Und an der Hecktür siehst du es nochmal in dunkel abgesetzt unten. Und wer das noch nicht kennt, das Schwarze daneben ist unser Sprühkorb. Wir isolieren ja etwas besser, würde ich sagen, als die meisten, weil wir die Außenhaut mit Armaflex machen, so wie viele. Aber die ganzen tragenden Elemente, die man jetzt hier meistens nicht mehr sieht, aber den Hecktüren sieht man die, besprühen wir mit Sprühkorb. Also natürliche Dämmung, die echt nochmal was bringt. Und finde ich. Technisch fragt immer jeder, 6 Meter, klar, der ist von equipped mit Allrad und alles. Genau, das ist jetzt, da muss, ja, ist schwierig. Also wir haben drüben ja den Carsten stehen, den kannst du dir auch gerne mal anschauen. Der hat, da haben wir auf 3,5 Tonnen gebaut, ja, Knirsch. Und der jetzt hier wiegt leer, also leer heißt mit vollen Tanks, auch Wassertank, 3,3. Obwohl das ja schon viel leichtbar macht. Man sieht's genau, ja, ist ja aber irgendwo kommst du mit Allrad dann doch an die Grenzen. Ja, ja, und wir haben ja jetzt hier noch das Aufstelldach, die Delta-Felgen und so weiter. Also wir haben hier den 4,1 Tonner jetzt in dem Fall. Aber die gute Nachricht ist, dass sie ja den Führerschein demnächst ändern. Ne? Das soll ja jetzt auch bald möglich sein, mit einem normalen Pkw-Führerschein die schwere Tonnage hier zu bewegen. Ja. Wie heißt der Wagen nochmal bei euch? Das Konzept bei uns ist der entweder Family Arounder oder wir nennen es auch Patchwork Arounder. Das kann ich dir gleich nochmal erklären, warum. Ja, nur, dass die Leute das sehen, auch wissen, wenn sie da anrufen. Ich habe das gesehen, auch für mich wichtig. Genau. Oft haben die auch einen Namen, Olaf, Hans. Genau, also bei uns heißen die immer so nach Layout-Konzept. Ja, und Olaf ist auch nicht so angesagt. Olaf. Sag ich jetzt mal. Den nennen wir einen Hans. Den nennen wir einen Hans. Ja. Nee, das, warum heißt der Patchwork Arounder? Weil wir immer mehr so Leute in so Situationen haben heutzutage, so getrennte Familien etc. Da hast du mal die Kinder und mal bist du alleine. Oder auch die Situation Enkelkinder. Ne? Du bist eigentlich alleine unterwegs mit deiner Frau und hast aber mal die Enkelkinder. Und deswegen kannst du die Einzelsitze vorne ja auch entfernen. Ja, und dort bieten wir ein individuelles Modul an. Das heißt, mal angenommen, du bist jetzt leidenschaftlicher Golfspieler, dann würden wir dir dann ein Modul bauen, wo du die Golftaschen und deine ganzen Schläger entsprechend sicher verladen kannst. Wir haben auch schon Anfragen für Fahrräder, ne, so sehr teure, sagen wir mal, Rennräder, dass man die hochkant vorne parken kann. Muss man vielleicht das Rad vorne rausnehmen, aber so eine Sache, ne? Bis hin zu Tauchequipment, Surfequipment. Genau. Und dann Schreibtisch, wenn man einen Schreibtisch braucht. Und das ist eigentlich, genau, und dann baust du dir quasi immer so, wie du das brauchst, das Modul ein. Du, weißt du was, bevor mir die Kamera einen Hitzekollaps kriegt, ich denke, ich habe immer die Hülle noch rum, da staut sich die Hitze und die Sonne macht die jetzt gleich schlapp, weiß ich schon. Ja. Ich komme nochmal die Tage, ich bin auch bis Sonntag da, dann machen wir nochmal ein Special da drüben, oder? Sehr gerne. Wie gesagt, wie gefällt dir denn Ferropolis zum Schluss? Super, wir sind ja erst seit gestern Abend hier sozusagen am Nachmittag. Nein, stimmt nicht. Wir waren letztes Mal hier, deswegen fanden wir es klasse. Und wir haben uns ein bisschen inspirieren lassen von einer anderen Truppe da drüben, die Space Camper, dass wir einfach diesmal Kunden eingeladen haben und auch unsere Mitarbeiter. Das heißt, wir haben hier die größte Präsenz eigentlich an Fahrzeugen, die wir bisher hatten. Ich glaube, insgesamt 7 Fahrzeuge, meine ich. Zum Schluss sag ich noch eins. Hier, zum Schluss. Wir sehen uns ja im Video wieder, aber das kommt vielleicht Sonntag oder Montag dann der nächste Wagen hier. Klipp mal nach Berlin. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Solche Konditionen zu erwischen. Ihr habt wirklich so einen Top-Platz, fast wie ich. Ich stehe drüben alleine unter dem anderen großen Wagen. Ah, schön. Dann kommen wir mal vorbei. Wir haben viele geile Plätze gehabt. Aber wenn ihr kommen wollt, das Video läuft dann, wie gesagt, an diesem Freitagabend. Dann kommt noch. Tagesgäste, welcome. Stellplätze sind alle voll, aber kommt vorbei, ist eher nicht weit. Für keines ist es weit. Camper fahren auch mal einen Meter, weil Caravan-Salon,
Ja, aber sowas mal mitzukriegen. Und dann euch noch zu treffen, ist ein total entspanntes Ding. Ich liebe das. So ein Video mit dir jetzt, da kannst du einfach sagen, läuft, kommst du hin, machst ein bisschen, dann passt die Stimmung, der Mut ist da, geile Fahrzeuge zu gucken. Also ihr macht einen geilen Job. Dankeschön. Und direkt da ist der Strand, wenn du den Schwenk noch machst, dann weißt du, warum du hierher kommen solltest. Ihr müsst jetzt winken, ja, er hat gesagt, ich muss schwenken Richtung Strand und See. Brav. Wirkt ja auch nicht gequält. Richtig. So, Schluss mit lustig. Wir sehen uns. Nee, lustig geht gleich weiter. Danke dir. Danke dir, Tobi. Spontane und bis bald bei der Campermanufaktur Berlin. Und ich liebe alles, was Camper von dran hat. Camper Tobi. Tschüss.